FIFA 23, so lange ist es noch gar nicht draußen und jetzt hat EA uns schon das allererste dynamische Duo in FIFA 23 rausgehauen. Das heißt, zwei Spieler aus derselben Liga und auch aus demselben Verein, was sehr wichtig ist für das neue Chemiesystem, können wir uns jetzt als SBC abschließen, als Duo, zwei verschiedene SBCs. Wir können auch nur eine machen, wenn wir wollen, oder eben beide für den perfekten Link, Chemiepunkt, wie auch immer. Was wir abgeben müssen in der SBC, was für Karten das sind, ob sich das preis-leistungsmäßig überhaupt gerade am Anfang so sehr lohnt oder ob es da doch vielleicht günstigere Alternativen gibt, das schauen wir uns in dem Video an. Bevor wir reingehen, würde ich mich mega, mega freuen, wenn vor allen Dingen die Neuen unter euch und auch die, die es bis jetzt vielleicht nicht gemacht haben, vergessen oder es nachholen möchten, hier den Kanal kostenlos abonnieren würden. Wir sind Road to 3000, es fehlen nicht mal mehr 40 Abonnenten ganz und haben wir diesen fetten Meilenstein. Würde mich freuen, wenn wir es vielleicht noch zum Beispiel die Woche schaffen würden. Das wäre auf jeden Fall wirklich ein sehr, 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 sehr cooler Meilenstein. Zusammen kriegen wir es safe hin. Jetzt haben wir aber erstmal genug gelabert. Ich würde sagen, wir gehen rein in Ultimate Team und schauen uns dieses dynamische Duo mal etwas genauer an. Peace Mates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem erneuten Video. Im Intro habe ich schon gesagt, es geht heute um das erste dynamische Duo in FIFA 23. Es ist League Earth behaftet und zum allerersten Mal haben wir es nicht zum Erspielen bekommen, sondern als SBC. Wir hatten sonst immer die dynamischen Duos eigentlich ausnahmslos in FIFA 22 zum Erspielen gehabt bei dem Meilenstein. Hier und da ein paar Aufgaben mit einer extra, einem extra Spielmodi einfach. Dann haben wir mal einen bekommen und wenn wir alles machen, auch den zweiten, der meistens auch etwas besser war. Jetzt hat EA das Ganze umgestellt, was ich ein bisschen schade finde, dass das Ganze nicht mehr als SBC, also das Ganze als SBC ist und nicht mehr zum Erspielen. Es war ganz cool zum Erspielen, gerade für die RTGler. Das sind jetzt keine unheimlich krassen Spieler, aber für ein RTG-Team war es meistens schon ein ganz cooler Push oder wenigstens, ja, ein guter Spieler einfach auf der Bank. Jetzt ganz das SBC zu machen, finde ich ein bisschen schade, dass sie auch dafür jetzt noch Coins verlangen, obwohl sie jetzt schon viele SBCs mit Tradable Packs, Android Packs rausgehauen haben, machen sie jetzt auch noch diese Aufgaben zur SBC, wo wir Coins ausgeben müssen. Aber es ist nun mal so, wir gehen erstmal rein in Ultimate Team und schauen uns das Ganze mal zusammen an. Die schon FIFA 22 gespielt haben, was die meisten von euch wahrscheinlich gemacht haben, die wissen es ja. Wir konnten uns das, wie gesagt, jetzt immer erspielen, was ich wirklich von EA eigentlich immer sehr cool fand, weil es so ein kleiner, ja, RTG-Push eben war. Ist jetzt aber als SBC gekommen. Hier nochmal das One is to Watch, wirklich, ich habe einfach Tolisso gezogen. Außer Tolisso und Adams wäre eigentlich wirklich hier alles geil. Ich hätte alles mitnehmen können und außer Mané und Schlotterbeck hätte ich und De Ligt alles einbauen können. Alles hätte ich einbauen können, ohne Probleme. Aber gut, wie gesagt, früher konnten wir immer das Ganze finden, das dynamische Duo, wenn wir auf Ziele gegangen sind und dann eins rüber bei Meilensteine. Da habe ich heute auch gesucht. Sucht da nicht, da werdet ihr nichts finden. Es ist leider zum allerersten Mal eben eine SBC geworden. Finde ich, wie gesagt, immer noch schade. Ich habe es schon oft erwähnt, aber ich finde es wirklich einfach schade. Wir finden das dritte SBC, dynamisches Duo. Wir bekommen ein Premium Goldpack, wenn wir alles machen. Das war es natürlich nicht. Wir bekommen in den zwei SBCs die beiden Spieler. Schauen wir uns den ersten an. Es sind eigentlich wirklich sehr coole Spieler. Die können wir uns gar nicht anschauen, das heißt, ich muss die so klein lassen, das heißt, wir machen das ganz anders, Jungs. Wenn wir uns das hier nicht anschauen können, würde ich sagen, gehen wir einfach rüber auf Footbin und ich zeige euch dort einfach schnell mal die beiden Spieler. Weil wenn ich euch die hier nicht ordentlich zeigen kann, machen wir es einfach so. Der erste Spieler für die erste SBC ist Mbemba, ich denke mal, er wird so ausgesprochen. 78 Pace in der IV, 52 Schuss, 61 Pass, 69 Dribbling, 84 Def und Physis. Ist eine coole Karte. 85 Füße, 84 Def am Anfang, unheimlich stark. 78 Pass, geht auch komplett fit. Mit einem Shadow kriegt man es auch über 80 Pace hin. Die einzelnen Werte sind auch ganz okay. Ja, brauchen wir nicht viel drauf eingehen. Finde ich, ist eine extrem coole Karte. Gerade von Anfang, wie gesagt, RTG-mäßig war das immer ein extremer Push.
Für die Karte sind die Anforderungen schon relativ teuer. Das lese ich euch jetzt einfach mal vor. Wir brauchen einen League-Spieler im Team. Wir brauchen einen 86er Spieler oder höher, mindestens einen. Und einen mit einer 85er Gesamtbewertung oder höher. Und das Gesamtteam braucht eine Bewertung von mindestens 84. Das finde ich schon relativ teuer. Ich sage euch den Preis am Ende von allem zusammen. Ist wie gesagt eine coole Karte. Aber als RTG-Karte zum Beispiel spielen, wäre die halt einfach wirklich noch viel, viel, viel besser. Wir schauen uns erstmal die zweite Karte an. Das ist dann der Offensivpart. Das war gerade der Verteidiger von Marseille. Jetzt haben wir den Stürmer. Ich muss sagen, zwei Minuspunkte, die ich hier finde. Wir haben hier einen Kolumbianer. Und die andere Nationalität von dem Innenverteidiger war der Kongo, wenn ich nicht ganz falsch liege. Es war Kongo. Ist von Nationalitäten-Ding her schwach, finde ich. Aber von der Liga natürlich mit Ligue 1 kann man linken. Wir haben hier einen unglaublich starken Stürmer. Wir können ihn zum MS machen, zum ZOM und zum LM. Und Stürmer hat er. Vier Dinger, das ist wirklich geisteskrank gut. Er hat 87 Pace bei einem 83er Schuss, 81 Dribbling, 84 Physis, 73 Pass und 3 Sterne, 4 Sterne. Finde ich komplett cool. Die einzelnen Werte sind auch extrem, extrem gut eigentlich. Für den Anfang ist das schon eine, nicht mehr eine gute, sondern eine sehr, sehr, sehr gute Karte. Wenn man sie einbauen kann, wenn man ein League-lastiges Team hat. Ich könnte ihn relativ einbauen. Ich hätte einen Renato Sanchez. Ich hätte einen Mendes. Würde alles gut linken. Ich hätte auch einen Muriel als Kolumbianer zum Beispiel. Wäre für mich eine, eigentlich, wenn ich mal gerade über nachdenke, ich bin gerade überlegen, den zu machen, ist eine echt, echt coole Karte. Und von den Stats wirklich noch, die andere war gut. Und er ist wirklich sehr gut. Fast schon überragend, würde ich sagen, mit den Stats. Wird ja auf jeden Fall ziemlich, ziemlich, ziemlich Spaß machen. Wir haben jetzt hier einen Footbin, noch keinen Preis. Wir können ja einfach mal gucken, was jetzt die Footbin-Lösungen davon sind. Ich zeige euch jetzt die Lösungen nicht in dem Sinne. Und ihr solltet auch von Footbin die Lösungen niemals 1:1 so nachmachen. Wir müssen für den jetzt, by the way, ein Team abgeben mit einem League-Spieler. Brauchen wir im Team einfach. Wir brauchen einen Spieler, der 85 ist oder höher und eine 84 Gesamtbewertung. Also man muss sogar etwas weniger abgeben, wie für diesen IV. Es sind sozusagen am Ende, es sind zwei 84er Teams. Wenn wir uns dazu mal die Lösungen bei Footbin anschauen, für den Mbemba, für den Innenverteidiger, sind wir gerade bei 27k. Und bei den Stürmer, Luis Javier Suarez heißt der, by the way, sind wir bei 22k. Wir zahlen sozusagen um die 50k laut Footbin. Kann ein bisschen ansteigen, kann billiger werden. Müsst ihr gucken, was ihr habt und was ihr snipen könnt. Vor allem auf Snipes würde ich auf jeden Fall gehen, weil die rechnen mit diesen Preisen von Footbin. Sagen wir trotzdem um die 50k für beide. Finde ich das fair oder finde ich das nicht fair? Ich finde es absolut fair, für diese beiden Karten 50k anzulegen. Es sind wie gesagt zwei sehr, sehr coole Karten. Aber ich finde es jetzt dumm, wenn ihr das machen würdet. Weil ihr gebt hier wieder, es ist immer das gleiche bei SBCs, ihr gebt jetzt 40k aus für beide oder 22 für ihn. Und ihr könnt zum Rulebreaker Event schon vielleicht nicht mehr wirklich mit dem mithalten. Spätestens in ein, zwei Monaten, dann könnt ihr nicht mehr mit denen mithalten. Ihr habt nicht mehr so viel Spaß damit, aber ihr habt trotzdem diese 20k verbrannt und ist weg. Ihr könnt jetzt vielleicht sagen, es sind nur 20k, ist nicht viel. Ist auch nicht an sich viel, aber mit diesen 20k hättet ihr auch traden können und daraus 40, 60, 80, 100, 200, 300, wie auch immer, wie viel K ihr damit hättet machen können. Das müsst ihr immer im Hinterkopf haben. Wenn ihr jetzt von mir was hören wollt, wenn ihr das gut einbauen könnt, macht es ruhig. Es ist jetzt nicht so geisteskrank überteuert. Es ist ein bisschen überteuert, finde ich, aber ist nicht so geisteskrank. Mein Favorit, ganz klar, Suarez, mit dem werdet ihr auf jeden Fall länger Spaß haben, wie mit den Innenverteidiger, denke ich. Ich würde ihn machen, er ist ein bisschen billiger, den kriegt ihr locker für 20k, das kann sich auf jeden Fall lohnen. Aber so an sich, aus Jux, auf keinen Fall. Wenn ihr unbedingt einen von denen braucht, kann man vertreten, aber niemals so einfach aus Jux irgendeines mitnehmen, auf keinen Fall. Das wäre meine Meinung, wie gesagt. Ich finde es einfach schade, dass es die beiden nicht mehr gibt zum Erspielen. Da hätte ich euch gesagt, auf jeden Fall noch heute Erspielen direkt mitnehmen. Aber es ist eine SBC, die Coins sind dann einfach weg. Damit könnt ihr nichts mehr machen. Deswegen müsst ihr selber einschätzen, braucht ihr die wirklich? Und wahrscheinlich braucht ihr die nicht wirklich. Braucht ihr, glaube ich, nicht. Wenn ihr jetzt einen Kolumbianer wollt, einen coolen, holt euch einen Muriel anstatt den Stürmer. Ligue 1 Stürmer, holt euch lieber einen Ben Yedder. Investiert lieber in den Ben Yedder. Der IV, holt euch einen Mavropanos oder sowas. Da habt ihr ähnliche Stats, aber viel, viel, viel billiger. Guckt da, was es für Alternativen gibt. Ich habe euch gerade ein paar im Raum geworfen einfach. Da kommt ihr wirklich billiger.
auf Longtime kommt ihr mit einem Kimpembe wahrscheinlich billiger. Der kostet natürlich mehr, aber ihr könnt ihn wieder verkaufen. Bei denen sind die Coins nicht alle weg, sondern vielleicht 20% oder so. Das ist meine Meinung zu den SBCs. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen nachvollziehen, was ich meine. Ich bin auch ein bisschen, ich bin schon ein bisschen negativ auf die Karten, einfach weil das SBC ist und nicht mehr zum Spielen wie früher. Deswegen ist es ein bisschen traurig für mich. Aber ist immer so, kann man nichts machen. Ich hoffe dennoch, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, würde ich mich mega freuen über den Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert und hoffentlich sehen wir uns ja bald zurück auf den Kanal zu irgendeinem neuen FIFA-Video. Bis dann und rein, aber nicht ins Gesicht, denn das tut weh. Das ging aber schnell vorbei, muss ich jetzt schon gehen. Dann sag ich schnell tippitippitapp, ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder, wir tanzen, spielen, singen Lieder. Piep, Klo, Platsch und machen ganz viel Quatsch. Hey! Fülle, Fülle, das wie dann ja, adios und tschö. Sayonara, Yasu, ciao, bye bye und adieu.